willkommen bei unserem neuen YouTube-Video. Rocky ist auch am Start. Sag schnell Hallo, schnell beeil dich! Okay, also auf jeden Fall heute spielen wir Wer würde eher? Okay, wir haben ja schon zwei Paar Schuhe vorbereitet und wie das Ganze funktioniert, erklärt euch eine Freundin jetzt. Genau, wir setzen uns gleich Rücken an Rücken und der Sebastian stellt uns Fragen, wer würde eher? Punkt, Punkt, Punkt. Und wir müssen den jeweiligen Schuh, von dem wir denken, wer es eher machen würde, hochhalten. Wir sehen natürlich unsere Antworten nicht, erst wenn es aufgelöst wird. So Leute, und nicht zu vergessen, noch ein bisschen Eigenwerbung, denn unser Merch ist online, also checkt's ab auf www.elfreunde-shop.de. Es steht auch hier drunter. Und kauft euch den Merch. Let's go! So, jetzt geht's los mit dem Video. Are you ready? Ja. Yeah. Wer würde eher einen Monat aufs Handy verzichten? Ey. Du? Du willst es niemals schaffen. Nie im Leben. Niemals. Ich kümmere mich auch um alles. Ich bin auch der Kopf von ey Freundin. Next. Wer würde ohne Unterwäsche rausgehen? Safe. Ohne Unterwäsche. So was, Mann. Ihr kennt euch gut. Ja, hä? Ist doch egal. Es stört halt nur, wenn da alles unten rumbaumelt, aber. Aber du würdest auch eher machen als ich. Ja, ich weiß. Also, ne, du legst da nicht so viel Wert drauf, ne? Nö. Hm. Wer würde eher eine Woche schweigen können? Was? Safe, ey, du laberst wie ein Wasserfall. Du kannst nicht mal 10 Minuten schweigen. Du schweigst manchmal einen ganzen Vormittag. Ja, weil ich böse auf dich bin. Du wachst auf und bist mies gelaufen. Leute, ey, Freunde, der labert den ganzen Tag. Das kommt mir hier rein und du läufst ja alles schon wieder raus. Nächste Frage. Mann. Wer würde eine Woche auf Klopapier verzichten können? Boah. Ich hoffe. Oh? Du! Warum ich? Weil du mal abschüttelst. Ich kann nicht abschütteln. Ja, aber ich hab. Was mache ich denn, wenn ich kacken bin? Abschütteln. Abschütteln. Ekelhaft. Du würdest auf jeden Fall safe. Ich würde noch nicht mal in den Wald scheißen und mir mit einem Blattpapier, also mit so einem Baumblatt da, Blatt halt, den Arsch abwischen. Als erstes müssen wir aus den einzelnen Papierbahnen ein riesiges Blatt zusammenkleben. Ich würde das nicht machen. Ich auch nicht. Ja, dann habe ich Pech. Wer würde eher einen Geburtstag vergessen? So schnell. Safe. Er wusste letztens nicht mal das Geburtsdatum von unserem Hund. Ich wusste noch nicht mal das Geburtsdatum von meiner Mutter. Von, noch nicht mal von mir. Ich weiß aber von meinem Opa, 24.07. Und Lara, 7.08. Und Rocky? 29.01. 29.01. Und Sebastian, wann hat der denn vor kurzem Geburtstag? Unser Kameramann. 22.12. Läuft bei dir, Lara? Ja. Ich kann's halt. Ich kann's auch. Ja, toll, freu dich. Wer würde eher vergessen, wo er sein Auto geparkt hat? Deswegen ist da Pupup dran. Oh Mann, ja, wenn ich abschließe, macht's immer Pupup. Niemals, mach mal auf, ich glaub dir nicht. Bist du bescheuert, Mann, hier, Bruder, jetzt mal guck doch hier. Und dann, wenn ich vergessen habe, wo mein Auto steht, dann laufe ich immer so durch die Gegend und drücke immer auf Abschließen, damit es irgendwo Pupup macht. Immer. Mann, ey. Wer würde eher eine gute Stripperin abgeben oder einen Stripper abgeben? Oh, krass. Safe ich bin Magic Mike, sexy boy. Wait a minute. Ey, Freund, komm mal schnell. Komm. Guck mal, neues Outfit. Oh mein Gott, du bist so hässlich, da würde ich mal eine Kupplung kommen. Sexy Boy bin ich. Du, Alter, du. Du musst aber erstmal wieder ein bisschen trainieren hier, ne? Ich will darüber nicht reden. Wer würde eher auf dem roten Teppich stolpern? Mit diesen Kraxelschuhen. Ja, safe, du bist richtiger Tollpatsch. Immer wenn es auf irgendwas ankommt, dann verkacke ich. Ja. Wer würde eher ein Nutella-Brot mit Käse überbacken? Pfui, Alter! Ekelhaft! Wie kommt man auf sowas? Ich weiß nicht, das stand im Internet. Bist du schwanger oder was? Nein, aber guck mal, Nutella mit Käse schmeckt ja richtig geil. Und wenn das überbacken, ja ohne Scheiß. Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch Käse mit Nutella esst. Also ohne Witz. Pfui, Alter. Sexy. Und wenn man das überbackt, ich meine, das Nutella schmilzt ja, aber... Vielleicht schmeckt es ja ganz gut. Vielleicht probier es heute Nacht mal aus, wenn du schläfst. Wer würde eher eine Woche im Regen tanzen? Mach doch! Hast du schon. Die auf jeden Fall. Wir haben sogar mal ein TikTok-Video gesehen, wo es regnet. Wir sind rausgegangen. Wir sind extra, weil es geregnet hat, rausgegangen. Das war im Sommer. Da war es richtig warm und wir haben so gefeiert, dass es einfach regnet. Und dann sind wir rausgegangen
und haben Videos gedreht und die Nachbarn haben die ganze Zeit gerufen. Ja, aber es sah voll geil aus letztendlich, oder? Ja, ja, aber es war schon ein bisschen peinlich da draußen. Egal. Wer würde eher in der Stadt laut singen? Wieso sind wir uns immer so einig? Wir kennen uns halt. Oh, ich sing voll gerne. Blöd. Kennt ihr das? Ich gehe auch voll gerne in Geschäfte rein. Und dann sag ich mal, hallo! Hallo! Ich sag den Leuten einfach hallo. Er schreit dich den Laden. Er sagt, hallo Leute. Da ist immer so eine bedrückende Stimmung und dann heiter ich die Leute halt da auf. Also mit dem will man nicht shoppen gehen. Das ist nicht peinlich, das ist einfach nur super motivierend, freundlich. Liebe. Liebe. Wer würde eher ein Baby wollen? Ich glaube. Boah, das ist eine schwierige Frage. Hast du? Ich glaube, ja. Ja. Ja, weil. Bei Mutterinstinkt. Nee. Wir können darauf nicht eher eingehen. Nee. Wer würde eher Schluss machen? Boah. Oha. Oha. Du würdest eher Schluss machen. Warum sollte ich Schluss machen? Weil du Schluss machen musst, weil du kriminell wirst, wie wir im letzten Video gesehen haben. Und du in Knast bist und dann bin ich nicht mehr mit dir zusammen und dann musst du mit mir Schluss machen. Du sagst immer, wenn ich dick werde, machst du Schluss. Ja, du darfst doch nicht fett werden. Und wenn ich zu dick bin, dann machst du einfach zuerst Schluss. Ja, also werd einfach nicht dick. Siehst du? Ja. Und ich würde niemals mit dir Schluss machen, wenn du dick bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Genau. Deswegen klatscht du immer auf meinen Bauch und sagst, ich bin dick. Ich muss Sport machen. Mann, du bist voll die Lügebacke, ey. Wer würde eher was klauen? Nein! Hör auf zu lügen! Nein! Du bist am Lügen! Nein! Das ist alles schon aufgedeckt mit dem Lügendetektor, dass du eine Lügebacke bist. Nein! Du hast eine kriminelle Ader. Siehst aus wie ein Engelchen, aber hast es faustdick hinter den Ohren, mit meiner Oma jetzt lang. Das ist auch unfair. Gar nicht. Wer würde sich eher einen Monat lang nicht die Haare waschen? Ja, du Ekel! Will doch, Latte. Ich habe meistens eh ganz kurze Haare, ob die gewaschen werden oder nicht. Und dann, ja. Ja, wir reden nicht über meinen Lulli, Mann. Wir reden nur über die Haare. Wer würde eher in der Öffentlichkeit weinen? Woo! Safe. Vollbacke. Ich habe noch nie geheult, glaube ich, oder? Vor dir so? Nee. Oder überall irgendwie geweint? Wenn, dann hast du geheult, wenn du scharfes Essen gegessen hast. Aber ja, nicht irgendwie, weil es drauf ankommt. Ja. Die weint öfter mal. Hat aber nicht mit mir zu tun. Mach dir mal Gedanken drüber. Boah. Aus dem nächsten könnten wir eine Challenge machen. Mhm. Und die beiden wissen jetzt nichts davon. Oh mein Gott. Frage, ohne dass ihr die Antwort kennt. Wollt ihr daraus eine Challenge machen, ja oder nein? Ja. Oh Gott. Was hast du denn geplant, Sebastian? Ja, wenn ihr zum Beispiel sagt, beide Stefan, dann muss der Stefan das machen. Wenn okay, ihr sagt, beide Lara, okay, dann muss die Lara das und machen. Und wenn wir unterschiedlich sind? Machen wir Schnickschnack. Dann nicht. Okay. 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 Wer würde sich eher freiwillig eine Augenbrauen abrasieren? Ich weiß ganz, ich kann das nicht machen, Leute. Ich muss das tun, weil ich weiß ganz genau, was passieren wird. Achso, darf ich dich hochhalten oder was? Doch, 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 doch. Okay. Du Blödmann! Ich weiß ganz genau, dass ich das eher machen würde. Aber ich meine, dass ich mir doch jetzt die Augenbrauen hab. Aber so eine halbe. Eine halbe? Du hast doch schon einen Cut da drin. Ich kann mir doch nicht eine halbe Augenbraue abrasieren. Also Leute, schreibt in die Kommentare, die haben die Challenge gesagt, sie wollen sie machen. Stefan hätte sie machen müssen. Also, let's go. Okay, ich überlege mir noch was. Wer würde schneller von Alkohol kotzen? Safe! Ich glaub schon. Also ich trinke gar keinen Alkohol, ehrlich gesagt. So. Ich habe dich noch nie besoffen erlebt, um ehrlich zu sein. Ja, aber... Schon ein bisschen traurig, ne? Ja, aber ich hab richtig Bock, den abzufüllen. Leute, wir machen ein Video, wo wir den abfüllen. Ey, nächstes YouTube-Video, wo wir sowas machen, wo man immer so einen kurzen trinken muss. Ja, oh, okay. Oh beste. Mein Gott. Ja, echt beste, super. Aber ich kotze ja. Ich bin einfach nur von dem normalen Denken ausgegangen, weil ich halt größer bin und mehr Gewicht habe. Deswegen bist du wahrscheinlich viel schneller besoffen. Aber ist auch egal. Jo. Testen wir bald. Wer würde eher seinen Instagram-Account löschen? Ist halt schwer. Ich erkläre es euch auch gleich warum. Hast du? Ja. Ja. Das Ding ist, den Ey-Freundin-Account, den nutzen wir jetzt zusammen. Deswegen, das ist jetzt nicht so die Frage.
Und Lara hat jetzt mittlerweile auf ihrem privaten Account schon 21.000! Und ich habe, keine Ahnung, 4.000? Du benutzt den halt auch nicht. Ja, ich habe ganz wenig. Deswegen, ob ich den jetzt verliere oder nicht, wäre mir relativ egal. Aber der Freundin-Account. Dann bin ich getötet. Naja. Ja. Gut, haben wir das geklärt. Gut. Ich schwitze. Ich auch. Wer würde eher bei einem Vorstellungsgespräch pupsen? Safe. Du furzt jede Sekunde. Alter, ist doch voll sympathisch, so ein Püpschen. Aber du bist voll laut und es riecht. Egal wann, egal wo. Ich hoffe, ich muss noch pupsen. Ich pupse auch noch in dem Video dann. Wer würde eher ein Polizeiauto klauen? Okay. Mach. Ich halt. Ich halt, ja. Warum toll. Warum tust du das? Keine Ahnung, das wäre voll cool für TikTok auch, in so einem Polizeiauto durch die Gegend zu fahren. Oder nicht? Cool. Ich würde es feiern, Leute. Super. Wer würde eher nackt durch die Innenstadt laufen? Ich nicht. Doch. Nein, ich habe Probleme mit meinem kleinen Popo. Den möchte ich nackt nicht draußen in der Öffentlichkeit zeigen. Wieso sollte ich nackt durch die Innenstadt laufen? Ja, bei dir ist was anderes. Warum? Frauen protestieren. Frauen, die machen doch immer so Proteste, wo die dann einfach ihre Glocken zeigen und so. Wenn du da, wenn das jetzt eine mehr ist mit dir, wenn du da deine Milchtüten draußen zeigst, ist doch scheißegal. Ja, gut. Also ich nicht. Mein also kleiner Popo, der bleibt immer in meiner Boxershorts. Toll. Wer würde eher jemanden aus Versehen umbringen? Was? Zähl du. Aus Versehen war das ausschlaggebende Wort. Aus Versehen nicht. Doch, umbringen wegen Strafregister klauen und so. Irgendwann bin ich tot, Leute. Wer würde eher in einen Kampf verwickelt sein? Ein Kampf? Echt, du? Bitchfight! Du bist also... Alter Schwede. Du kommst bald in den Knast, du klaust und du schlägst dich mit anderen Frauen. Wer hat was von Frauen gesagt? Ich muss mir wirklich Gedanken machen, Leute. Also ich reg mich halt immer übertrieben über so andere Autofahrer auf. Deswegen da vielleicht immer so Konfliktschlägerei. Aber ey, Freundin haut da hier jedes Video ein nach dem anderen raus, ey. Mann, zwei. Kommt die Wahl, das Licht. Orange is the New Black. Neue Darstellerin gefunden. Wer würde eher den Rest seines Lebens auf Sex verzichten? Ey, nicht gucken! Ach, hast du schon? Ja. Du, echt? Ja. Ehrlich? Ja. Ey, ich würde jetzt so gerne ins Detail gehen, ey. Aber ich kann nicht. Ja, egal, wir müssen das so stehen lassen. Ich kann hier nicht darüber reden, so. Offiziell, öffentlich. Tut mir leid, Freunde. Vielleicht mal irgendwann. Die Alte kann nicht verzichten, Leute. Aber ich kann euch nicht weiter. Ich kann euch nur sagen, die Alte kann nicht verzichten. Immer rapper Pengpong nur im Kopf, die Alte, ey. So, ihr Lieben, das war's mit unserem Wenn ich du wäre. Nee. Wie ist das Spiel? Wer würde eher? Okay, also das war's mit dem Video. Wer würde eher? Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Wir sind auf jeden Fall überrascht, dass wir uns so oft einig waren, ne? Ja. Also, wir kennen uns echt gut wohl anscheinend. Wir sind ja auch ein tolles Pärchen. Ja. Und du bist kriminell. Gut, alles klar. Ja, Freunde, also wie gesagt, checkt Instagram ab. Wir haben jetzt mittlerweile 70.000 erreicht. Unser Ziel sind natürlich 100.000. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wie immer sehen wir uns nächsten Mittwoch um 18 Uhr. Bis bald. Tschüss. Tschüss.